Ja, liebe Freunde der solchen Unterhaltung, es geht weiter mit Let's Play Shadow Hearts Covenant und wir sind jetzt immer noch auf der Mariana-Insel und werden uns jetzt gucken, ob wir hier durch die Tür durchkommen. Die ist ja als verschlossen angezeichnet. Ich wette, dieser Schlüssel öffnet sie. Ja, der Sternschlüssel war genau das Richtige, um hier durchzukommen. So, und jetzt gehen wir erstmal weiter. Hier auf dem Tisch. Hier steht ein Teller Glücksplätzchen. Willst du eins? Okay, ich lasse sie mal lieber liegen. Weil das ist eher, obwohl ich kann es einmal präsentieren. So, du hast einen Spruch am Plätzchen. Und? Gefunden, darauf steht. Mal schauen, ob ich Glück habe. Du hast dich physisch sehr zu sehr ausgepowert. Du bist körperlich erschlagen. Der Körper fühlt sich sehr müde an. Ja, man sieht, dann sind alle ziemlich angeschlagen, was das angeht. So, weil das ist reine Glückssache hier mit den Plätzchen. So, und jetzt gehen wir weiter durch die nördliche Tür. Das war so ein kleines Gimmick, was sie hier in diesem Spiel eingebaut haben. Fand ich noch mal, nicht mal mehr so schlecht. Und jetzt gehen wir hier weiter. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden können. Weil hier habe ich ja gerade auch was gefunden. Irgendwo an einer Leuchtsäule hier. Nee, noch nicht. Gut. Gehen wir erstmal jetzt hier lang, in die Gabelung rein. Denn hier finden wir wieder eine Schatzkiste in der Ecke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir finden jetzt hier Schützenfliese, Fischefliese und Skorpionsfliese. Ja, Skorpion, sehr schön. Ich bin selber Skorpion. Die Fliese mag ich. So. Mäh. Jetzt gehen wir wieder nach Norden. So. Domovoy, Catherine und noch eine Catherine. Naja, egal. Wir verwandeln uns wieder in Zorn. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder schön auf den Domovoy los, damit wir den erstmal weg haben. Nein! Kombo-Durchbruch! Mist, das ist schlecht gewesen. Aber wir haben immer noch die Möglichkeit zu einer Zwei-Personen-Kombo, dass wir immer erst Domovoy weghauen. Weil der hat die meisten HP von den bekloppten Kindern hier. Bäm. So. Und jetzt kommt als nächstes die Catherine 1 an die Reihe. Kriegt sie erstmal mit einem perfekten Ring. Und ist auch kaputt. Sehr schön. Jetzt könnte es vielleicht doch noch hinhauen mit dem Sieg ohne Schaden. Denn Joachim ist ja sehr stark, das wissen wir ja. Oh, hat auch wunderbar funktioniert. So. Klasse, ein Sieg ohne Schaden. Zack. Jetzt geht's wieder weiter. Gucken, was jetzt hier noch so los ist. Ach, wir haben die Schatztruhe geholt, nicht wahr? Genau. Gehen wieder zurück. Und gehen durch die nördliche Tür. Weil hier war ja sonst nichts mehr. Das ist quasi fast das gleiche wie im Dungeon davor. So. Wieder eine kleine Sequenz. Oh, das ist richtig. Nur Leute mit Blutgruppe AB können die Tür öffnen. Und? Hast du Blutgruppe AB? Nein, Carla ist AB. Ich bin B. Ich denke, sie wollte mir Ärger ersparen. Sie haben mir beim Militär gesagt, dass ich Typ A bin. So ein Pech. Ich kenne meine Blutgruppe nicht. Ich auch nicht. Und ich auch nicht. Mach nichts, wir probieren es einfach. Dieser Raum ist so eingerichtet, dass der Schatz im Inneren verschwindet, wenn man nur einen falschen Versuch macht. Okay. Siehst du die Herzen dort? Wenn zwei Leute darauf stehen, kann man ihre Blutgruppe testen. Falls beide Leute verschiedene Blutgruppen haben, dann leuchtet eine Lampe. Ich habe schon was über Blutgruppen gelernt. Man sagt, dass A und B sich nicht vermischen. Null aber mit beiden mischt. Ich bin A, Lucia ist B. Wir müssen also nur jemanden finden, der die Lampe mit uns beiden zum Leuchten bringt. Sobald ihr jemanden findet, geht zurück und berührt die Tür. Okay. Jetzt könnten wir rein theoretisch hier ständig uns hinstellen und testen. Was willst du also tun? Wir finden jemanden mit Blutgruppe AB, weil wir wollen jetzt erstmal gucken. Vergleichen. Wir vergleichen mal Testsubjekt Yuri und Karin. Mal gucken. Wir testen. Die Lampe leuchtet nicht, das heißt, eure Blutgruppen sind verträglich. Okay, ich kann jetzt. Nein, ich weiß, wie es geht.
Ich weiß, wer hier die Tür öffnen sollte. Hier hängt ein Zettel an der Tür. Mal sehen, was draufsteht. Keine Schummeleien. Wenn ein Subjekt die Tür berührt, das nicht AB ist, dann verschwindet der Schatz. Grüße, Carla. Sollen wir die Tür berühren? Klar. Wer soll die Tür berühren? Geppetto ist es nämlich mit der Blutgruppe AB. Und, deswegen kommen wir weiter. Hey, ich habe die Tür geöffnet. Scheint, als hätte ich Blutgruppe AB. Ja, ich hätte jetzt sämtliches Mal durchprobieren können, aber das habe ich mir noch aufgeschrieben. Es gab auch keine lustigen Dialoge. Jetzt haben wir die Löwenfliese und die Zwillingsfliese sowie die Krebsfliese gefunden. Und müssen wieder kämpfen. Naja, egal. Tü-tü-tü, wow. Wow, wir haben Möglichkeit für einen Erstschlag. Viele Gegner im Kampf dabei. Ah, da treffen wir drei. Sehr schön, da treffen wir drei Gegner. Das machen wir doch. Drei Gegner treffe ich immer gern. So, zwischendurch benutze ich auch Magie. Habe ich ja gesagt, werde ich zwischendurch immer mal machen. Aber auf Dauer ist das nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich sagen. Bei mir zumindest nicht. So, noch zwei Glückstöcke. Die können wir auch noch weghauen. Weil dieser Kampf ist eigentlich gar nicht so schwierig. So, die haben auch nur knapp über 60 Punkte. Das könnte Joachim auch mit links hinbekommen. So, und bam, und bums, und kadum, und bam. Jawohl. Wunderschöner Treffer. Wunderschöner Treffer ist es. Und weiter geht's. Okay, okay, okay. Wir haben wieder ein paar Seelen gesammelt. Die werde ich nachher noch verwenden. So, versteinern 1. Sehr schön, wir können jetzt einen ausrüsten, der dann die Gegner versteinern kann. Ups, ich muss das anders machen. Ich muss das bei Ausrüsten machen, oder? Ausrüstung. Ach nee, 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 Moment. Ringanpassung war das. Haha, ja, ja. Zusatzeffekt, versteinern 1. Physischer Angriff runter bei Joachim kann gerne bleiben, habe ich kein Problem damit. Bei Versteinern hilft auch an einigen Stellen deutlich weiter. Jetzt gehen wir aber erstmal hier durch und gehen wieder zurück zur Haupttür. Denn wir haben jetzt eigentlich alles. Ups, laufen wir einmal gegen die Säule. Sehr schön. Oh ja. So, oh ne, Glückskekse. Nein, danke. Brauche ich nicht. Jetzt sind wir wieder in der Haupthalle angekommen. Werden erstmal noch einmal ein Zelt verwenden und speichern. So. Wo sind meine Zelte? Da unten. So. Speichern natürlich auch, weil das gehört dazu. Mann-Mariana-Insel. Eingangshalle. Zack. Wir haben jetzt auch wieder einiges an Geld dazu. Und die Ringanpassung. Ich werde jetzt Blanka noch einen zusätzlichen Schlag geben. Nummer Trefferflächen. 3 hat er jetzt. Ich habe sogar noch einen weiteren Zusatzhieb, dem ich jetzt noch, ja komm, Blanka kriegt auch nochmal einen vierten. Weil Blanka wird auch noch sehr lange bei uns dabei bleiben, in der Gruppe. Und wir machen bei Yuri eine Seelenaufladung. Denn wir haben ja jetzt so ziemlich alle Seelen, nur Malakia ist noch nicht auf Level 2. Das werden wir jetzt ändern. So. Wunderbar. Malakia ist Seele Level 2. Weil ich habe ja gesagt, ich gleiche erstmal alle einigermaßen aus. Jetzt können wir in den nächsten Raum wieder reingehen. Wir haben jetzt alle Siegel. Und können uns jetzt mit unserem Glück an den Siegeln versuchen. So. Wir gehen jetzt mal in die linke Tür. So. Gehst du mal bitte durch? Ja, genau. So. Jetzt lesen wir uns erstmal das durch. Um die Kinder zu schützen, wartet der Bogenschütze schussbereit, um die Bestien aus der Distanz zu schießen. Da legen wir rein. Ja, das ist eigentlich relativ deutlich. Die Kinder müssen geschützt werden. Die stehen hinten. Das sind die Zwillinge. So. Nichts tun. Jetzt gehen wir an den nächsten Ziegel. Nämlich hier hin. Und holen den Schütze. Weil der soll ja die Bestien aus der Entfernung abschießen. Wo ist er? Da. Und in der Wildnis steht der Löwe. Eine Bestie in diesem Fall. Naja, warum der Löwe als Bestie hier gewählt wird, weiß ich nicht. Ich habe es mir damals durch Logik versucht zu erklären. Und die Tür wird geöffnet. Sehr, sehr schön. Jetzt machen wir die rechte Tür aber erstmal auch auf. So.
In der Wüste wird Wasser Gold wert. Um sie zu gewinnen, bietet ihr Gewicht Wasser, bietet ihr Gewicht in Wasser an. Ja, ganz unten natürlich ist eigentlich einfach na okay. Gehen wir erstmal nochmal. Na okay, es ist wieder rausgegangen, egal. Ist eigentlich logisch, was wir hier machen müssen. Hier kommt die Waage hin. Die soll ja das Ganze irgendwie im Gleichgewicht halten. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Da, das müsste sie sein, genau. Da haben wir sie. Zack. Ich möchte die nicht austauschen. Nichts tun. Jetzt gehen wir weiter. Gucken. Nach von unten nach oben müssten wir hier jetzt den Wassermann reinlegen. Genau, Wassermann, 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 da. Und ganz oben die Jungfrau. Jungfrau, wo ist sie denn? Die tolle, tolle Fliese. Da. Müsste passen. Jawohl, auch die Tür wird geöffnet. Ich habe mir das immer versucht, mit logischen Sachen zu erklären. Und das hat hingehauen. Jetzt gehen wir an das letzte Rätsel. So. Ja, Käse ist besser als nur die Wölfe. Aber sukkulentes Fleisch ist am besten. Tja, wähle eine Fliese aus. Wir gehen erstmal nach ganz unten. Und da legen wir den Widder hinein. Wo ist er? Da. So. Da möchte ich nichts tun. Dann gehen wir nach oben. Dort legen wir den Steinbock rein. Wo ist er? Da. Und ganz oben kommt der Stier hin. Sehr schön. Jetzt die letzte Seite noch. Von der Evolution. Zuerst kam es aus der See. Es entwickelte Beine, um an Land zu krabbeln. Und Gift, um sich zu verteidigen. Ja, ist eigentlich auch sehr deutlich. Erstmal ganz unten. Da müssen wir etwas hin tun. Ohne Füße. Das sind wie Fische. Dann kommt der Krebs. Denn er hat erstmal nur Beine entwickelt. Und Krebse sind nicht giftig. Skorpione hingegen sind giftig. Und da legen wir auch die Fliese ein. So. Auch diese Tür ist geöffnet. So, und wir gehen jetzt erstmal schön zurück. Lalalala, gehen durch die linke Tür rein. Und finden hier einen fünften Schlüssel. Sehr schön. Diesen Gegenstand werden wir aufbewahren. So. Jetzt gehen wir erstmal durch die mittlere Tür. Und finden hier sofort einen Terasamen. Sehr gut. Haben jetzt allerdings erstmal Pech. Weil wir müssen wieder kämpfen. Sehr schön. Wieder Domovoy und Catherine. Gut, die Catherines kann ich mit einem Schlag weghauen. Die stehen beide zusammen. Das mache ich auch. Mal mit links mache ich das. Bam. Ich hoffe, das reicht. Das reicht nicht. Das ist ärgerlich. Das heißt, ich muss wohl doch gleich schon einen Schnitt machen, obwohl ich das nicht möchte. Nun ja, wie dem auch sei. Ja, der Domovoy muss weg. Definitiv. Der Domovoy muss weg, der Domovoy muss weg. Oh, Kombo-Durchbruch. Blöd. 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 Okay, also ich mache an dieser Stelle mal einen Schnitt um. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Shadowhearts Covenant wieder. Bis dahin, sprach der Raven halt nimmer mehr.